Ein Partner werden willst? Oh, shit. Ja, aber solange die es nicht mitkriegen. Oh, jetzt hat er einen Link geschickt. Ey, ja, das ist gerade ausmulti, ich nehme auf. Wenn du mir jetzt hier irgendwelche Musik reinknallst, die GEMA so ein Scheiß hat, dann habe ich gleich mal hier Fettstress. Wenn ich einen Wunsch haben will, dann macht es Bot. Bot ist deaktiviert, Junge. Wenn ich nicht am Aufnehmen bin, ist es was anderes. Da ist nochmal der Mobot und Wunsch den so aktiv. Weißt du, weil wir vom Thema wieder Stress hin und so, ne? Mach das nicht an. Nee, mach ich nicht. Ich möchte gar nicht wissen, was du da gewollt hast jetzt gerade. Wahrscheinlich hier für der GEMA-Verstoß ist. Ja, ein Small City Chip. Wuhu, Babys. Also, das war's. Wir können da raus aus dem Lader. Super Sage 3 Themen. Oh. Ey, ich muss Donations sammeln, Multi. Ganz viele. Please give me money, weil für 900 Euro krieg ich Dragon Ball GT. Alle auf DVD. Boah, habe ich schon bei Amazon eine eigene Wunschliste erstellt dafür, Alter. Ich brauche nur 900 Flocken dafür. 900 Euro, Mann. Just do it, Multi. Give me your money. Bin armer Rentner, Hashtag. Aktuell gerade meine Rente etwas geschmälert. Leider. Ja. Ja, Dragon Ball Super kommt noch dazu, dann sind wir gleich bei 1000 Euro. Super, GG, easy, ne? RIP Money, RIP Kontostand, ne? So. Stein. Nein, das war falsch. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Das Sand. Und das. So. Ja, das kommt bei Dragon Ball auf das Ähnliche hinaus. Dann sind wir insgesamt auch bei der gleichen Menge. One Piece wäre aber mein nächstes Projekt, lacht nicht. One Piece ist als nächstes angedacht. So. Dann brauchen wir dich. Dann brauchen wir einen. Einen und Eisenbarren. So, zip. Wooden Storage, die Feder kommt rein, die alten Parts, Energiesteine haben da nichts zu suchen, das kommt rein, das kommt rein. Die Linse kommt rein, die Datendisks, das brauchen wir gleich. So, ich muss kurz noch hier was fertigstellen, da bin ich gleich wieder voll verfügbar. Stoff. Steinkiste. Alter, dass wir Stein haben, abnormal krank, ohne Witz. Holzi. Ich und mein Holz. Ich meine, aber die erste Dragon Ball selber hat, glaube ich, irgendwas um die fast 300, meine ich. Ich bin mir gerade nämlich ganz sicher. Dragon Ball Z hat fast 200. Okay, GT hat 64. Das weiß ich. Was Dragon Ball Super hat, weiß ich nicht von der Folgeanzahl her. Da passe ich gerade. Da bin ich etwas überfragt. Sechs Eisenbahnen, also mir ganz ein Sekt mitgenommen. Ich habe irgendwas mit sechs im Kopf gehabt. Zwei. 291, ja, sag es nicht. Aber ich meine Dragon Ball Z und GT und Super und so alles zusammen. Ist nur eine Pause. So Aufzug. Und einen Didi-Stop können wir da machen. Okay, warte mal, dann bauen wir gleich einen Didi-Stop. Wie ging das nochmal? Hardwood Plank, Copper Pipes, Blades und Fiber Clove brauchen wir. So, Fiber Clothes. Das andere Zeug.
Ich muss mir gleich was richtiges bei One Piece. Ja, One Piece ist auch krank, Alter, ohne Witz, so lange wie das so geht. Total crazy. Oh, ist empty. Shit. So, komm mal her. So, dann dich und dein Ohr. Bronze. Feuer. Bronze, Feuer. Bronze, Feuer. Das ist meine Dragon Ball 103. Echt? Ich hätte gedacht, es hätte mehr gehabt. Ich hätte gedacht, es hätte mehr gehabt, das ist meine Dragon Ball. Ich will es trotzdem, ich finde es so geil einfach. Finde sieben Dragon Balls und deine Wünsche werden wahr. Die heilige Dragon Balls, ich steck die Zauberkraft. Dragon Balls, yeah. So. Warte mal, der schneidet Marvel, das ist okay. Komm, füll mal auf, dann brauchen wir Bronzeplatten, ja, Feuer. warte, dann kann das wieder zurück. Das haben wir aufgebraucht, das Glas kann weg. Ich muss ja kurz ein bisschen sortieren, weil die. So. Das da. GTA 64, Rainbow Super ist momentan bei 29 aus Liga. Geil ist Dragon Ball Super, hat schon fast One Piece von Platz 1 geschmissen. Geil! Ich habe Dragon Ball Super noch gar nicht anguckt. Keine einzige Folge. Ich weiß, aber ich will warten, bis deutsche Synchro rauskommt. Please. Understand me. Ich habe noch alles aufgefüllt. Na, außer das da drüben, ne? Das braucht wieder Stoff. Ja. So. Ja, es läuft hier alles durch, du. Das ist so krank. So. Oh, da ist ein Gestraußen, Kappa. Okay. Das ist ja noch nicht alles, ja, das denke ich mir. Das ist es halt. Aber war ich mit meinem Halbdenglische hier? Ja, ich glaube, da warte ich lieber ein bisschen. Aber ich hoffe, die deutschen Synchronsprecher sind alle geblieben. Das war scheulich, ich sag das gleich. Instantly. Fange ich sofort an zu flennen. Ja. Oh, immer noch keine Post, du. Petra, du Luder. Mach mal. Ist ja schlimm. So. Marble Blank. So, Bronzeplatte. Feuer. Nur noch zwei Bronzeplatten, dann haben wir's. So. So, 2, 4, 6. Ah, das könnte hinhauen. Zwei noch, für jede Seite. Dann brauchen wir zur Quetsche, müssen Coverpipes erstellen. Ich glaube, da brauchen wir aber auch zwei. Bronzeplatten, Fiberglove, Bronzepipes, zwei Stück. Hardwood Planks, ja, die haben wir schon. Die Quetsche brauchen wir zum nicht so oft. So, das soll trotzdem durchfeuern. Feuerholz habe ich jetzt nicht dabei. Shit. Müssen wir da auffüllen. Zip. Zip. Warte, jetzt mal kurz ein bisschen sortieren hier wieder. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Hardwood. Blanks. Habe ich alle verheizt. Scheiße. Sind alle am Schneider. Ich heul. Das gibt's nicht. Hus. Nein! Mach keinen Scheiß, Alter. Echt jetzt? Bitte lass von Goku noch so ein Goku sein. Alle ersetzt, oder was?
Ach Gott. Haben die alle ersetzt? Wirklich alle? Hört sich Piccolo an jetzt, Vivi? Ach nö. Oh, weil Son Goku die schon mal einfach. Weil die Stimme von Son Goku einfach OP war. Die war einzigartig. Wobei, das geht nicht mehr lang, das ist gleich fertig. Ja, da brauchen noch 3 Stunden. Ne, da warten wir kurz die Zeit hier ab. Wie hier alles läuft und radert, ne? Und die ganze Umwelt verschandelt wird wieder weg bei uns. Oh Gott. Echt schlimm. 3 Sekunden danach. Na, ich weiß nicht, Multi. Ich weiß nicht. kann jetzt jemals wirklich Liebe sein? Ohne so ein Gokus originale Stimme. Ah, der Typ ist so. Er ist einfach. Einfach so traumhaft. Jetzt kommen 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hardwoods, Feuer. So. Sonst können wir gerade hier nichts machen, ne? Mine müssen wir nicht, das müssen wir nicht. Pinky, du kannst ihn ins Knie fuddeln, du Troller. Kann man irgendwann Material verkaufen? Pyro-Stimme geht voll klar und so weiter, aber Gokus und Vegeta-Stimme. Oh Gott. Ich will's gar nicht wissen. Ich muss gleich einen Baum killen. Jetzt warte mal, lass mich kurz überlegen, was machen wir jetzt? Schön auf die Schnelle. Das ist das. Pizza bauen wir vorher noch geschwind. Kann man Material verkaufen, wenn wir zum Starter für den Tennisschläger. Wer darf den Tennisschläger verkaufen? Ich überlege gerade sonst noch was. Mal gucken, was wir das Hardware noch kriegen. Das andere Zeug. Ah, 82. Gut. Ja, Treesap, komm, hau weg. Hardwood kriegen wir gerade mal 1. Da können wir gerade. Für 5 Stück kriegen wir 1. Okay, dann ist das auch ein bisschen effizienter. Verkaufen wir mal 100. Alles fürs Geld. Ja, es ist. Aber so ein Goku-Stimme war halt immer noch. Der Typ, Alter, der hat Fans regelrechte. Mann, die Stimme ist einfach legendär von dem. Der wird auch nie wieder. Der typisch OP, der könnte auch mit Dwayne Johnson sprechen. Ne? Als Ersatz einfach, weil der anders noch drauf hat. Ratschen war total aus. Ja, ich müsste im Grunde herkommen, das Sachverarbeiten da. So, Pipes. So, Hardwood Blank Nummer 1. Icing ist fertig, sehr schön. Ach, wobei, kommen die Brote noch eh noch eine Weile vor sich her. So, dann kannst du mir gerade weitere Hardwood Blanks bauen, mein Freund. Da geht es nicht schneller. Warum so geht es hier nur 10 Stück, 10 Stunden für die Menge, die wir benötigen? Zip, wieder aufräumen alles. Mann, wir brauchen hier Sortiersystem, irgendwas. Das ist alles hier auf Dauer nicht weiter. Das bringt mal, wir haben da noch mehr Items, Mann. Da krieg ich auch Brechreiz. Warte, die 2 brauche ich aber. Die Cloves können weg. Das Glas hätte ich auch verschmeißen können, ich auch noch gesehen. Zip. Was? Ab 14.19.17 zeigt ProSieben Max die Anime-Serie Dragon Ball Super in Deutschland Erstausstrahlung wieder von der Partie. Sind wieder alle beliebten Figuren, allem voran zum Goku mit einer wichtigen Änderung. Goku hat eine neue Stimme. Der Schauspieler und Synchronsprecher Stefan Breuler spricht den legendären Helden der Anime-Serie. Im Interview erklärte uns, wie er sich an den Super Saiyan Rang gearbeitet hat. Alter, das sind Fußstapfen. Das ist kein Knicker, Mann. Der wird doch niemals glücklich werden. Der wird des Todes gezornt werden, der Mann. Hardwood Blanks. Ah, super. Das war jetzt noch ewig. Was machen wir? Tag ist noch jung.
Kim Aufgabe, die ich noch was anderes noch kurz mache. Charakter. Mehr Verteidigung. Eine 50. Da können wir nur eins auswählen, das ist echt traurig. Da müssen wir auf jeden Fall zwei Punkte hier reinsetzen. Was ist das? Critical Damage Chance bei Increase 5%. Boah, das heißt, wir können auch 20% rausklatschen. Scheiße. Was ist das? Resistance to Critical Damage Chance. Ach, das ist egal. Auch kein Mensch. Macht seine Sache aber wie gesagt gut, aber nicht so in die Originalstimme. Feels Batman, ja, das ist. Ja. So, machen wir das mal. Ein bisschen Sozialkompetenz. Gibt's noch was? Den Monat? Nein. Gut. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur das verdammte Holz, du. Die Klumper kommen ja nicht vorwärts. Ist hier irgendwas fertig? Okay, da nichts fertig. Jetzt müssen wir kurz zur Tante Mariechen und uns Dünger kaufen. Jetzt habe ich das letzte. Halt. Doch, nee, wir brauchen Dünger. Letzten habe ich verbrannt. Oh, Son Goku neu. Warum denn? Warum macht er das nicht mehr, Mann? Das war doch seine Rolle. Ich fahr zu dem hin und werd ein Rage-Quitter. Ich schwör's. So, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zurück am Stück bei My Time at Portia. Und ja, das Spiel ist gecrashed. Ich glaube, es wird der Grafiktreiber irgendwie schon wieder. Ich weiß nicht warum, ich glaube, es wird mit dem PC mal neu starten. Wenn es noch einmal vorkommt, müssen wir mit dem PC neu starten. Yo, mach mir halt Angst. Och, echt jetzt? War mir denn stehen geblieben, heilige Mutter Gottes? Ja. Nee, ist klar, oder? Dann machen wir das kurz von der Reihenfolge anders. So, dann brauchen wir jetzt gerade drei Stück. So, und zwar... Warte mal, das Ding haben wir doch schon nicht erhascht. Okay, die Reihenfolge bleibt die gleiche. Vergesst, was ich gesagt habe. Aber wir brauchen... hier. Eppa. Hardwood Planks. Feuer. Und dann brauchen wir noch zwei Pipes. So. Gut. Dann müssen wir kurz das Material wieder einsortieren. Da kommt das dahin. Das kommt so hin. Das kommt... Das brauchen wir. Das Glas kommt weg. Das ist Steingedöns. 10 von 10. YouTube aus der UBG. Yay. Das kommt dahin. Wir haben den Schläger verkauft. Das Holz noch ein Stück verkauft, ne? Wobei es ein bisschen von Arsch ist. Das Fiber kann man verkaufen. Das müssen wir mal kurz gucken, was wir noch verticken können. Nee, das lohnt sich nicht. Irgendwas, was Geld bringt. Ja, die können wir beim eh so viel Stein. Das ist krank. Boah, das alles. Wobei, die Kristalle können wir auch verticken. Die sind ja für Umme. So. Was haben wir hier noch drin? 620. Hui. Brauchen aber gerade nicht. Aber später bräuchten wir den vielleicht. Und ach, was weiß ich. Marthas Pot. Ich weiß nicht mehr, wer Martha ist, Mann. Ich habe noch nie eine Martha gesehen. Nehmen wir erstmal Armor mit weg. 15. Verkaufen wir 5. Verkaufen wir 3. Behalten wir. Das kommt drüber, das kommt drüber. Ach, verkaufen wir auch. Nee, was mache ich da? So, so. Jetzt verkaufen wir die Kupferplatten, verkaufen wir auch zwei. Das Ding vom Rock Table, 145, ja, schmeiß weg. So, alles was hier ist, wird verkauft im Area. Alt, das nett, das auch noch nett. Wir müssen kurz dann. Wo war es denn die DD-Station? Hallo, DD-Station, da ist die DD-Station. So, einmal. Kupferrohre haben wir noch nicht. Was haben wir denn sonst noch? Nix. Scheiße. Okay. Können wir ihn ausverticken? Ja. Der hat aber noch Energie, oder?
Ja, der hat es aufgefüllt, der muss ja Energie haben. Fiberglove haben wir hingebaut, brauchen wir die Rohre, die vier Planken und das Hardwood. Okay, passt. Dir schenke ich nichts mehr, du bist ein fettes Stück verwöhntes Katze, du. Tschüss. Im Grunde macht es eigentlich nicht aus, aber ich weiß nicht, woran es liegen kann. Gut, eine Grafikkarte schon zweimal gecrashed ist. Ich glaube, der taktet auch gerade nicht richtig hoch mehr. Okay, ich muss eben nicht herkommen und Restart machen. Später aber erst. So, alles. Auch alles. Kann auch weg. Oh, das wird einem schon fast weh. Fiberglove kann weg. Das kann weg. 1200 noch. Wieder im E-Net sagen würde jetzt, dein PC ist halt zu kacke. Ja, genau. Und ich spiele mit Mamas alten Laptop. Das ist halt immer wieder das Geilste. 3 Stück. So. Habt ihr einen besseren PC? Ja, genau. Aber nicht für das Spiel. Ich habe 8 Kerne, 4 GHz getaktet. Das war schon ein etwas älterer FX-Prozessor, aber trotzdem. Ich wüsste aber, wenn du rein liegen könnt. Was ich mir vorstellen könnte, ich habe eine Idee. Ich glaube, das könnte eventuell das Netzteil sein, was jetzt verreckt. Weil es hat jetzt, glaube ich, schon 6-7 Jahre auf dem Buckel. Und ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. 16 Stunden brauchen wir noch. Den noch einen Tag 4 durch. Auffüllen. So. Auffüllen. Und wir haben kein Holz mehr. Yay. So, dann kommt das wieder rein. Krieg mal 1 Gold dafür. So, ein Rotz, du. Viel zu wenig für die ganze Arbeit, was man damit hat. Ne? Aber naja, so ist es halt. Mag Full, die haben wir, ne? Ne, die haben wir eben nicht. Ich bin froh, dass die Datei nicht hops gegangen ist, du. Da danke ich OBS ganz herzlich, dass sie das hinbekommen haben, dass wenn irgendwas crasht, dass dann OBS die Datei noch sauber beendet. Das war immer die Hölle, ey. Da habe ich immer Herzinfarkt gekriegt. Das kriege ich ja jetzt noch. So, Röhrchen. Ein Rohr ist fertig, das andere braucht noch 19 Sekunden. Okay. Ja, das Kleidung, wisst ihr was, dann zerfetzen wir Tiere. Ganz easy. Dann frage ich mich das groß. Schwert raus, gib ihm. Oder wir gehen wir können eigentlich mal in die Mine reingehen. Die Höhle. Wir haben mal Zeit. Von daher. Wird es ja egal. Warum fahre ich eigentlich mit dem fucking Bus, Mann? Das spart Zeit. Wo ich da selber langlaufe. Oh Gott. Muss ich mich echt mal. Sollte ich mir echt mal angewöhnen. Das ist nicht etwas lästig. Wir können mal Zeit sparen. Ich verheize gerade wieder. Hey, was geht? Hä? Willst du mich? Ich komm da nicht mehr rein. Ja, geil. Läuft. Gut, dann schlagen wir den Kristall hier nieder. Dauert ein bisschen. Und Hardwood Blanks brauchen wir einige, glaube ich. Ah, Powerschweinchen kriegen wir dafür raus. Ah, oh, schön. Ah, still, wie viel. Das kann man, glaube ich, gerade mal gucken, weil da können, glaube ich, beide Maschinen jetzt perma durchlaufen. Für das ganze Hardwood, das wir da verheizen. Der geht auch kaputt, geil. Mach mal. Was kommt da raus? Oh, ein Rubin, sehr schön. Platzstone, 3 Stück. Geil, kann man verkaufen. Warte mal, kann ich nicht töten? Was? Dann kill ich das Vieh halt. So, das war's. Easy. Das ist auch easy. Hm.
das war. Oh, ich nehme die Busstation. Ich nehme die Busstation, trust me, ich nehme sie, guckt, und ich fahre hier hin. Weil es 12 Minuten dauert, also 12 Sekunden, wir sind zu Fuß länger unterwegs. Ich habe irgendwie 20 oder so. Und es ist bequemer, es geht einfach zügiger für uns. Wobei in der Zeit passiert dann nicht so viel in-game, dass man da ewig rödeln müsste. Beim Paraten-Dingens. Ja, genau. Okay, Multi. Ich dachte, das wäre Real Love zwischen uns wieder. Aber ich merke, nix Real Love, Homie. Nix Real Love. So, dann kommt das rein. Da kommt wieder nichts rein. Dann haben wir hier noch was. Spikes. Das Harzzeug. Die Pampemuse. Warte mal, doch. Da kommt doch noch was rein. Was damit? So, 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 Holz, das. Hallo? Danke. Jetzt kommt da hin vielleicht. Trust me, wir verlieren's. Das sind Diamanten, diese Kristalle, weg damit. Achso, ich dachte schon, shit. Fehlt aber ein Fuß. Warte mal, aber Hardwood kann ich gleich wieder mitnehmen. So. Und, nicht, dass wir vergessen, den Anker zu setzen, dass das Schiff segelt ohne uns weiter. Nee, trust me, vergesst mal schon nicht. I hope so. So, gleich wieder Auffüller. Gut, das sind die Kupferröhrchen, dann können wir die gleich wieder ansetzen. Aber auch noch, wie immer, jetzt noch das Hardwood. Zwei Stück noch, das geht jetzt hoffentlich zügig vollends, wenn die zwei laufen. So, da ist wieder kurz den ganzen Käse hier Kladderadatsch einzutieren. Naturkiste müssen eigentlich die Wollepöppel da drin sein, genau. Da kommt der andere Scheiß da rein. Hallo. Das kommt da rein, das kommt da rein. Das. Multi, ich hab's mir eigentlich vor zu kaufen. Jetzt aber wirklich mal die ganz große Überlegung, jetzt kurzer Themawechsel, was Sea of Thieves betrifft. Glaubst du, wie die Langzeitmotivation, ob die gut sein wird? Ich hab da ein bisschen meine Zweifel. Ganz ehrlich, ich hab da echt meine Zweifel dran. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das wirklich auf Dauer so viel Spaß macht. Beide können wir eigentlich auch da reinschmeißen, wir haben sie ja nirgends anders gerade. Ja, das sehen wir und ich bin mir sicher, das könnte auf Dauer sehr langweilig werden. Ohne Spiel von vornherein kritisieren zu wollen, aber du hast halt. Wir können Schätze suchen, können Sachen uns kaufen, aber bringen halt keinen Fortschritt. Ja, aber der Punkt bleibt vorhanden: die ganzen Items, die man sich kauft, sind alle nur kosmetisch. Also, das heißt, egal was ich für eine geil aussehende Knarre habe oder ob die mit Gold verziert ist oder noch so viel Bling-Bling hat. Die bringt nichts. Die ist genauso schrottig wie die Anfangsknarre. Und das ist halt gerade das, wo ich ein bisschen am Hadern bin mit mir. Warte mal eineinhalb Stunden, dann müssen wir gleich fertig sein. 3, 2, 1, kommt eins raus. Wir brauchen so ein Brett. Steht nichts dran. Waren es dann 2 Stunden für eins? Ich glaube schon. Da haben wir jetzt eins, das ist gut. Dann kann da drüben ein paar Sekunden das nächste raus, haben wir das fertig, kann man endlich das Ding bauen lassen. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 12, 0, wuhu! Warte mal, check mal kurz aus. Ach, Dünger wollte ich kaufen, das war ich bei der Tante nicht. Das ist eh zu spät für heute. Wobei. So, wir gehen kurz noch rüber, wir kaufen uns kurz noch Dünger. Hua! Dünger ganz vergessen. Ja, das ganze Vertrauen habe ich gerade noch nicht so. Ich sehe es noch etwas zurückhaltend, um es mal so zu formulieren. Potenzial hat das Ding ohne Ende auf jeden Fall, da bin ich mir auch so sicher. Ja, komm, 10 Stück, YOLO. Wir kriegen für die Mission dafür eh gleich wieder Kohle.
Ich hoffe, MMOGA verkauft das mit, oder? Dass die Keys verkaufen. Weil 70 Euro ist halt schon ein Haufen Holz für ein Spiel. Wenn ich 70 Euro für ein Spiel setze, dann muss es aber auch. Dann muss man doch safe sein, dass es auch was zuckt. Ansonsten habe ich da nichts gutes Gefühl dabei. So, 2, 3, 4, 5. Kriegst du auch noch ein bisschen was? So. Alter, die Banjo-Kazooie gemacht in Kunkers Bad Fury Day und Donkey Kong Country und so weiter. Ja, ich weiß, dass sie das gemacht haben. Heißt aber nicht, dass es dann auch so pervers wird, wie wir uns alle das vorstellen. So, jetzt müssen wir erstmal nach hinten das Ding hinklatschen. Ich hoff's. Ich hab die Hoffnung so gesehen eigentlich auch noch nie verloren, aber ja. Ein leichter Zweifel ist trotzdem vorhanden. Hallo Kalufulama, was geht? Ach, sehe ich schon von hier aus, dass wir das Ding da oben hin platzieren müssen. Ich trust in Rare. Hä? Wo kam das her? Hat da irgendwer gerade was ausgekackt? Holz oder so? Krasser Shit. Dafür wird's mal durchgehen, vielleicht droppt auch Geld. Hehe. Achso, wir müssen erstmal ins Dings rein. Ach, ins eine Holzwerker, Handwerker-Center da, ne? Ja, wir schauen mal, wir spielen es nachher auf jeden Fall. Genau, wir machen jetzt hier gleich einen Cut und dann könnten wir theoretisch anfangen. Einmal. Hä, was brauche ich denn dafür? Ah, shit. Ah, da komme ich jetzt gar... ich komme jetzt gar nicht drum rum. Okay, forget it. Ah, Alter, warte mal, da war da der Didi-Stop. Nehmen Didi-Stop dafür. Ich weiß zwar nicht, wie das Ding hier hochfährt, aber ist mir auch egal. Ah, shit. Ich brauche doch erst das Ding dafür. Das fühlt sich jetzt böse an, Mann. Gib mal her. Hält es noch 12 Stunden durch, hält sie aber nicht durch. Oh, das weiß man mit Holz so völlig. Die kleinen Öfen sind so zum Kotzen. Was die Holz wegschnabulieren, ist echt krank. Warte mal. Hardwood Blank brauchen wir eh unendlich viel. Zup. So, mir kurz mal alles auf. Auffüllen. Zweimal E drücken, dann kommen wir da schneller rein. Dann sammeln wir das nicht parallel noch ein, das ist traumhaft. So, dann füllen wir auch gleich mal nochmal auf, weil der gerade fertig ist. Der brennt immer noch. So, hier kriegst du auch nochmal Hardwood. So, 4 Max. Bam! Gut. Dann können wir dann schon mal ganz sicher zurückschmeißen. Beides lassen wir gerade mal drin. Das kommt da rein. Wobei das hier hinkommt. Das. Für Otto Leiser kommt da rein. Ah, guckt. Ne, da hatten wir sogar noch was. Shit. Egal. Gut, so. Dann machen wir jetzt ein Buch, sehr gerne mehr an uns, weil wir in der Runde spielen zu dürfen. Wir spielen dann morgen weiter in My Time mit Porsche. Bis dahin, liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr nicht vergessen. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.